Willkommen zurück zu Let's Play Dark. Ist nicht toll, wenn hier ein Wahnsinniger durch die Stadt läuft und Gebäude in die Luft sprengt? Wir könnten die Nächsten sein, verdammt. Ihr werdet die Nächsten sein, meine lieben Freunde. Der Laden ist wie eine Festung und wir sind trainierte Söldner, nicht solche Schwächlinge. Wenn sich hier einer blicken lässt, schieße ich ihn über den Haufen, bevor er die Hände heben kann. Das kannst du machen. Ich habe mich gerade um eure zwei anderen Freunde gekümmert, aber das stört euch ja anscheinend nicht weiter. Moment, ich speichere kurz, dann probiere ich... Nein, nicht laden, speichern. Dann würde ich was probieren, allein deswegen, weil ich noch gern ein bisschen Blut haben will. Scheiße, den hätte ich auch aussaugen können, verdammt. Ich dachte, der da vorne bleibt stehen. Dann gönnen wir uns nämlich von dem jetzt noch das Blut. Wenn wir schon dabei sind. Oh, guck mal, die haben sogar Sicherheitsausweise. So. Ja, also den, die Abteilung hier haben wir mal geklärt. Hier lebt nichts mehr. So. Ich frage mich, wann die nächste Stelle kommt, an der ich wieder so richtig schön verzweifle. Das geht hier nämlich schon viel zu lange gut. Hier ist noch nichts. Oh nö. Wobei es kommt bisher, kam ja bisher in jeder Szene. Mein Kopf fing wieder an zu schmerzen. Hoffentlich konnte ich einen Zusammenbruch verhindern. Beeil dich, Eric. Finde Steiner. Du musst ihn finden, Eric. Die Stimme des Engels war drängender als sonst. Ich hatte das Gefühl, dass mir die Zeit wegläuft. Ich musste mich beeilen. Jawohl, das habe ich ja auch vor. Wir speichern mal kurz. So. Ich dachte gerade, es sei ein Medikit, aber das wäre auch das erste Mal in dem Spiel gewesen. Er ist drin. Los, lass die Biester frei. Oh oh. Oh oh. Mir scheint, es war eine Falle. Ich glaube, die haben darauf gewartet, dass wir kommen. Was ist eigentlich das, was da unten liegt, dieses Gelbe? Oh ja, die haben darauf gewartet, dass wir hierher kommen. Sehr gut. Und sie kommen alle hierher. Ne, sie bleiben sogar teilweise da hinten. Ich könnte eigentlich der... Moment mal kurz, ich möchte kurz was ausprobieren. Der steht doch da hinten hinter den Kisten, oder? Den dürften sie doch gar nicht bemerken, wenn der fehlt. Was war das? Fuck. Ach, jetzt verstehe ich, sind wir da durchlaufen, das ist laut. Verstehe, ja, sagt mir das doch, Freunde. Da ist ja noch einer. Achtung, Eindringling. Lalalalalala. Nochmal. Der da hinten... Den nieten wir um. Den dürfen sie nämlich nicht bemerken. So. Dann speichern wir gleich nochmal. Was haben wir denn hier? Ein paar Ghule und zwei Wachen. Nein! Boah, das war knapp. Mir scheint, der hier bewegt sich nicht. Der da drüben natürlich schon. Den könnten wir mit dem Schattengriff ausschalten, sobald der da außer Sichtweite ist. Uah, jetzt bewegt er sich ja auch. Das wollte ich nicht. Das wollte ich ganz und gar nicht. Hey, das wollte ich... Oh. Ich fange gar nicht an, mich zu rechtfertigen. Nochmal. Warten, warten, warten. Nein! Glück gehabt. Eieiei. Wir sind bei Folge, keine Ahnung, 25 und ich kann es immer noch nicht. Das ist wirklich traurig. So, nochmal das Gleiche. Wir warten, bis die zwei Hanswürsten hier vorbeimarschieren. Warum kommt der jetzt hier rüber, wenn ich fragen darf? Huch, das wollte ich nicht. Hallo, wie geht es wieder weg? Ach so. Hallo. Schick verstärkt. Ja. Ich habe irgendwann in diesem... Hä? Was soll... Oh, da müssen wir direkt in Deckung gehen, oder wie? Weil ich so geschickt gespeichert habe.
kommt der Typ nochmal hierher, dann müssen wir uns nämlich ein bisschen verziehen. Dann könnten wir den mit dem Schattengriff umnieten, sobald der um die Ecke kommt. Sein Kollege dürfte das ja eigentlich nicht sehen. Sieht uns hier was? Nö. Komm noch ein bisschen hier rüber, komm noch ein bisschen hier rüber. Ich habe Angst, dass der Typ ihn sieht. Okay, der geht wieder auch, okay. Ist ein Deal. Huch, das war nicht ich. War das clever, hier rüber zu gehen? Ah ja, wir können uns hier ganz gut verstecken. Unter anderem könnten wir nämlich warten, bis... Nee, ist nicht so wirklich das, was ich dachte, was wir machen können. Ah doch. Ich probier mal Folgendes. Das muss jetzt schnell gehen, bevor der andere kommt und den hier sieht. Nicht in die Dosen laufen. Hallo. Guten Tag. So, das hat einigermaßen funktioniert. Ich speichere nochmal. Boah. Ich bin mir gespannt, inwieweit wir die Ghule und so umgehen können. Wahrscheinlich gar nicht. Also wenn der nächste weg ist, springe ich darüber und dann versuche ich ihn auszusaugen. Mal sehen, ob das funktioniert. Da bin ich mir nämlich noch nicht so sicher. So, lauf du da mal vorbei. Miau. So, wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen darüber, gell? Jawohl. Ich speichere hier nach jedem kleinen Erfolg. Das kennt ihr ja schon. Jetzt ist die Frage... Ich glaube, wir könnten jetzt auch an dem vorbei, aber ich glaube, ich warte absichtlich noch ein bisschen, dass wir den aussaugen können, weil wir könnten gut noch ein bisschen Blut gebrauchen. Moment mal kurz. Es ist eigentlich geschickter, wenn wir uns hierhin verkriechen. Dann müssen wir vielleicht nicht warten, bis er wieder losläuft. Wer weiß. Was ist denn das? Ach, diese E-Mails gibt's ja auch noch. Von Victor L. Betreff Status. Okay, ich gebe es weiter. Passt auf euch auf. Bei der Observation von M17 sind wir in eine Falle gelaufen. Wir konnten uns zwar zurückziehen, haben aber die Einsatzfahrzeuge und den Fahrer verloren. Wir gruppieren uns neu und werden die Operation nach Plan neu starten. Ach stimmt, die gab's ja auch noch. Richtig. Da haben wir, glaube ich, am Anfang mal eins gefunden und dann nie wieder. Aber ich glaube, die sind jetzt nicht so wesentlich wichtig für die Story. So, jetzt kommt doch der Typ hier wieder her, oder? Jawohl. Er sollte halt nicht hier reinkommen. Nein, er macht genau das, was ich will. Er dreht sich nämlich um. Können wir uns den mal kurz schmecken lassen. Und schon wieder haben wir ein bisschen mehr Blut. Zack, zack. Und jetzt müssen wir mal aufpassen. Ich dachte, wir sehen jetzt... Hä, warum sehen wir denn eigentlich die Ghule nicht? Ich dachte, wir sehen die jetzt. Wie viel sind denn das? Eins. Ja, man sieht sie, aber halt ganz schwach. Drei Stück. Wie komme ich an denen vorbei? Ich schätze mal, merken eher die Hörens, wenn ich den mit dem Schattengriff ausschalte. Ihren Boss da. Wenn ich da hochspringe? Das merken sie nicht. Wisst ihr was? Dann könnt ihr mich alle mal am Arsch lecken, ganz ehrlich. Tschüss. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir das so leicht hinkriegen. Ich dachte, der Raum würde uns mehr Schwierigkeiten machen. Ich muss sagen, wir kommen erstaunlich schnell voran in diesem Level. Rose, bist du noch da? Rose, hörst du mich? Ich bin in der Sicherheitszentrale. Okay, dann mache ich es halt alleine. Du hast doch vorher gesagt, sie soll schlafen gehen. Ungebetene Gäste. Die sind wo? Da drüben. Okay, und ich tippe mal, durch die Tore sollten wir auch nicht unbedingt gehen. Das war clever. Nein, nicht laden. Himmel nochmal. Speichern. So. Der sieht mich immer noch. Hallo, Freunde. Wo seid ihr denn? Okay.
Wow, der kommt aber nicht hier rüber, oder? Doch, kommt er. Ist aber egal. Sieht er da hinten ihn? Ich hoffe mal nicht. Nö, dann ziehen wir mal den kurz ein bisschen hier weg. Ich hoffe mal, die kommen nicht hier rüber. So, das war Nummer 1. Wow, da kommt wieder einer. Das wird jetzt ziemlich blutkostend sein, diese Aktion hier. Was ist denn das Lilane da eigentlich? Ein Radio, oder? Können wir wieder irgendwelche Nachrichten hören, die uns nicht interessieren? Upsala. Tja. Wie kommen wir an denen vorbei? Die Teile des Harding-Museums sind mittlerweile eingestürzt. Mehrere Rettungskräfte wurden dabei verschüttet. Es gingen mittlerweile mehrere Bekennerscheiben von fundamentalistischen Gruppen ein, die die Polizei aber bisher noch nicht auf ihre Echtheit hin überprüfen konnte. Vor wenigen Stunden kam es. Wir warten mal, bis der da weg ist. Mehr als 20 Mitglieder des Personals ums Leben kamen. Wenige Stunden später detonierte eine noch unbekannte Anzahl an das Gebäude. Schnell. Radikale Gruppen hatten in der Vergangenheit schnell bezüglich einer anstehenden Ausstellung des Harding-Museums protestiert. Im Rahmen dieser Ausstellung ist ja interessant, dass sich da eine irgendeine religiöse Gruppe dazu bekennt, obwohl es wir waren. Naja. So. Noch 2 sind übrig. Wir können uns mal bis nach da vorne wagen. Dann könnten wir einen mindestens mit dem Schattengriff umnieten, wenn nicht sogar beide. Ah ne, halt, wir haben nur noch einmal Blut. Dann wohl eher nicht. Was wir probieren könnten, statt dem Schattengriff diesen Schattenschlag zu nehmen. Wenn der da ein bisschen weg ist, vielleicht hört er das nicht. Ich weiß es nicht. Mal sehen. Nein, er hört es echt nicht. Hallo. Boom. So, und von dem da drüben holen wir uns das Blut wieder. Huch, was war das? Scheiße. Ich glaube, wir hätten da nicht durchlaufen sollen. Die Augen sehen irgendwie creepy aus. So, wo müssen wir hin? Darüber. Da jumpen wir mal durch. Ich weiß nicht genau, was dieses Ding auslöst. Hinter mir fiel die Tür ins Schloss. Aber das war egal. Aus dem Zimmer vor mir konnte ich bereits leise Musik hören. Heißt das, dass wir uns schon dem Dings nähern, dem Steiner? Huch, nein, ich wollte eigentlich... So, 2 Punkte haben wir. Das hier kostet 3. Boah, das ist ja geil. Du bekommst 2 Blutpunkte pro ausgesorgten Gegner. Ich glaube, darauf sparen wir. Und kaufen uns dann jetzt nichts. So. Uiuiui, jetzt wird's ja direkt interessant. Draußen war mittlerweile die Sonne aufgegangen und durch die Deckenfenster schien helles und tödliches Licht herein. Aber meine Aufmerksamkeit galt dem Mann, der dort am Klavier saß und spielte. Das musste Steiner sein. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Danke, aber ich glaube, ich werde mich lieber alleine mit meinem Gast unterhalten. Nun, du bist weit gekommen für einen Halbvampir. Erschreckend, dass du so einfach durch mein Sicherheitssystem gekommen bist. Was sagen wir? Wir verraten natürlich unsere Freunde nicht. Ich bin einfach gut. Wirklich? Nun, ich kann dir nicht widersprechen, nachdem du es bis in mein Büro geschafft hast. Aber es interessiert mich brennend, warum du überhaupt hier bist. Sag, was treibt dich in mein bescheidenes Heim? Ich brauche dein Blut. Wir quatschen ihn erst noch ein bisschen an. Ich würde gerne mehr über Vampire erfahren. Tatsächlich? Nun, das ist durchaus lobenswert, dass du mehr über uns und dich erfahren willst. Fahr fort. Was für Fragen hast du? Wenn wir jetzt ein bisschen ablenken, vielleicht können wir dann irgendwann... Vielleicht fällt er dann um, weil er einen Herzinfarkt hat oder sonst was. Erzähl mir etwas über die Gesellschaft der Vampire. Die Vampirgesellschaft? Ah... Ein sehr umfassendes Thema. Zu meinem Bedauern gibt es keine richtige Vampirgesellschaft. Jeder von uns hat leider einen sehr gesunden Egoismus, der ihn davon abhält, mit anderen so etwas wie eine Gemeinschaft zu bilden. Jeder von uns ist der geborene Einzelkämpfer.
Es gibt lediglich einige gemeinsame Richtlinien, wie die Unkenntnis der Menschen zu bewahren. Aber ansonsten ist unsere Gesellschaft pure Anarchie. Ich vermute, dass du vom Sanctuary kommst. Wer sonst hätte dich zu mir geschickt? Dies ist ein einmaliger Versuch. Vampire, die sich gegenseitig unterstützen. Zu schade, dass ich sie zerstören werde dafür, dass sie dich hierher geschickt haben. Tja, das hört sich nicht so freundlich an. Wir werden uns mit dem Kollegen natürlich noch weiter unterhalten, aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss, bye bye.